Ja, grüß euch, ich bin's der Fredl. Vorhin ist mir jetzt gefragt, unser Typ da. Michael, I aus B. Fredl, bitte, was ist Telepathie? Hab ich mir gedacht, dieser Trottel, der kann nicht einmal recht schreiben. Hab ich nachgeschaut, ich mir gedacht, der Mann Telefonie. Was dem, was du ihn anrufst. Da bin ich drauf gekommen, es gibt auch Telepathie. Aber im Prinzip kannst du es auch mit Telefonie vergleichen. Das ist praktisch so wie Telefonie ohne Telefon. Oder für die geistig etwas langsameren unter euch, Telepathie ist praktisch, wenn der eine was weiß, bevor es ihm der andere gesagt hat. Okay? So. Und dann hat der eine gefragt, musst du dir vorstellen, bitte, Fredl, was ist denn die Geschichte der Telepathie und wie verbreitet ist sie? Naja, muss ich mir eins denken, das hat sie natürlich schon immer gegeben. Ich sage euch jetzt ein paar Beispiele und dann gibt es euch selber vorstellen, warum das so ist. Zum Beispiel ein ganz einfacher Fall von kindlicher Telepathie ist das, dass die Kinder ja zu Weihnachten schon wissen, was in die Packel drin ist, ohne dass sie reingeschaut haben. Ist super, oder? Oder ein zweiter Fall, der auch relativ weit verbreitet ist, ist das, wenn der Mann heimkommt und die Frau weiß schon, dass er im Puff war, aber bevor es die Kreditkartenabrechnung gesehen hat. Das ist Telepathie. Und ich denke mir, an die zwei Beispiele kann man sehen, dass das sehr, sehr oft vorkommt. Und jetzt ist auch ein Gedanke, den ich habe, der, dass man ja praktisch Telefoniekosten sparen kann, indem man viel mehr telepathisch telefoniert und einfach auf die Anbieter scheißt. Entschuldigung. Aber das darf so funktionieren, dass du praktisch, wenn telepathisch anrufst, dann bleibt es bei ihm. Was der das kennst, dem mit Schluck auf, dass du sagst, da hat wer mit 8, das ist praktisch das Anleiten. Und dann redest du halt mit ihm. Und es hat nämlich auch noch einen Vorteil im Gegensatz zum Telefon, wo du ja immer die Anrufe in Abwesenheit und alles oben hast, hast du bei der Telepathie kein Handy. Das heißt, der Alte kann nicht stören, wer dich angerufen hat oder wenn du angerufen hast. Und letzten Endes kann man das dann weiterdenken. Und es müsste auch telepathischen Sex geben. Das ist praktisch, wenn der Alte nimmt direkt und du denkst aber an die andere Alte von Bildern. Also, so viel zur Telepathie. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail oder so eine Elektropost. Für dich.